Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und damit herzlich willkommen zurück. Ja, ihr fragt euch jetzt, warum bin ich nochmal bei dem Bürgermeister? Ich bin hier einfach mal aus Jux hingegangen und der hat eine Bitte an mich. Ich habe sie mir schon angehört. Der Geburtstag von diesem kleinen Jungen kommt nämlich immer näher und der will mich darum bitten, diesen Safe zu öffnen. Also dieses Rätsel da oben zu lösen. Ich denke mal, dass wir das jetzt lösen können. Und natürlich helfen wir ihm beim Öffnen. Okay, das Hauptpersonal erzählt mir jetzt alles, was sie wissen. Okay, jetzt darf ich mit jeder Wache einmal reden. Einmal mit dir. Okay, du zählst nicht. Alles klar. Okay, der weiß gar nichts. Okay. Okay, die Farben müssen abwechselnd sein. Ganz links grün und ganz rechts violett. Warte mal, ich mache mir Notizen. Ah, der hier hat auch noch was. Okay, ich warte auf die Infos. Alle Schalter waren auf grün. Wahrscheinlich muss man mehrere Kombinationen machen. Vielleicht wissen die Hausmädchen ja doch was. Warte. Tatsächlich. Okay. Nur Mitte grün. So Leute, ich habe von vier Personen jetzt hier die Informationen bekommen. Einer hat mir gesagt, ich soll diese Bohnen auf dem Markt kaufen und den Vogel damit füttern. Der macht bestimmte Geräusche, die sind bestimmt wichtig. Versuchen wir jetzt mal die Kombination, die wir hier haben. Abwechselnd. Dann alle grün. Und dann die Mitte. Vielleicht musst du bei jeder Kombination auch einmal so krähen, um die anzugeben. Warte mal. Zack. So, ich habe die Bohnen zweimal gekauft. Jetzt mache ich alle mal grün. Und gebe ihm noch eine Bohne. Jetzt mache ich nur die in der Mitte grün und gebe denen eine Bohne. Das war tatsächlich die Lösung. Ich hab's geschafft. Und hab einen Briefstapel gefunden.
Nee, ich krieg nichts dafür. Ja, ich konnte den Safe öffnen. Ich habe einen Briefstapel gefunden. Ja, das wäre eigentlich möglich gewesen, ohne unsere Werte, gell? Der Koch hatte übrigens eine Info, die Frau mit der Armbrust, eine der Putzfrauen und einen, und der Sultan-Typ da. Oh, welch ein guter Tag, dieser Ausdruck im Gesicht des Bürgermeisters, als er den ersten Brief bekommen hat. Ich habe den jungen Meister schon lange nicht mehr eine Träne vergießen sehen. Freudentränen waren das. Also waren darin keine Reichtümer versteckt? Gar keine. Das hier ist viel besser als ein paar alte Juwelen. Das sind die liebevollen Worte seiner Eltern, die jetzt aus dem Verborgenen hervortreten. Ihren Sohn die kommenden 50 Jahre zu leiten. Hört, hört! Oh, welch eine Freude, so eine Erleichterung, sich die nächsten 50 Jahre nicht darum Gedanken machen zu müssen, was man ihm zum Geburtstag schenken soll. Ich scherze. Das Hauptpersonal hat einige Preise als Belohnung für deine Arbeit zusammengelegt. Bitte akzeptiere diese Aufmerksamkeiten. 150 geschenkt. Zusätzlich nimm bitte ebenfalls dieses Geschenk an. Und ein Herzrubin! Hat sich gelohnt. Jetzt müssen wir aber auch mal mit der Story wieder weitermachen. Ich habe hier wahrscheinlich schon mehr als genügend cutten müssen. Ich verlasse dann erstmal diese Stadt. Was hat der jetzt eigentlich hier noch im Schießstand? Essen. Ich guck kurz. Ich habe noch ein bisschen Bernstein ja gekriegt. Das kann ich gut verkaufen. Wehe, die ohne ist nur zum Verkaufen da. Ich prüfe das jetzt. Okay, die ist nicht zum Verkaufen. In den Kommentaren hieß es auch, die wäre später irgendwie nützlich. Oh, hier gibt es auch so eine Laterne. Eine verbesserte Handkurbel. Wo ist der Haken? Die sieht für mich eher brüchig aus. Nein! Ich will die nicht! Aber das Curry mit Reis hätte ich gern. Wirklich, es braucht doch keinen Experten, um zu sehen, dass das Ding Fratze ist. So, hier müssen wir jetzt, glaube ich, über die Brücke. Ich kann mich schon mal drauf einstellen hier. Dass ich wahrscheinlich die Bombe brauche. Ich kann doch auch einfach rüber, oder nicht? Wie man das jetzt richtig?
sehe den Schatz und ich will ihn. Hier ist doch bestimmt ein Schalter irgendwo. Ah nee, ich brauche wieder so ein Lied. Sicher, dass ich hier nicht rüber kann? Ich kann ja jetzt immerhin schwimmen. Habe ich jetzt einfach mal runtergeschoben. Ich bin ein Genius. Geld. Geld ist immer schön. Okay, hier komme ich echt nicht durch. Geht es vielleicht oben noch? Ich kann die Kiste übrigens nicht im Wasser schieben. Okay, muss ich mir einen anderen Weg suchen. Ah, wenigstens noch mal ein bisschen Geld gemacht. Ich muss über diese andere Schlucht, die hier hinten ist. Sind diese Häuser betretbar? Nö. Ich muss über die Mondlichtschlucht. Was finden wir hier denn alles? Ich will nur gucken, ob einer von denen irgendwie speziell ist. Der wollte mir jetzt nur hier über das Fischen erklären. Fisch am Spieß. Ist das eine verbesserte Angel und ein verbesserter Ring? Sind nur Ausstellungsstücke? Ist aber gemein. Das liegt daran, dass du beschissen stehst. Der hat mir einen Mondstein geschickt, einfach nur, weil ich ihn gesehen habe. Hallo. Gewisserweise konnte ich gerade tauchen. Eine Fährüberfahrt, bitte. Ah, okay, ich muss wahrscheinlich selber rüber schwimmen. Macht auch irgendwo Sinn. Hallo Froschi. Ich verprüge euch immer noch gern. Ich habe Angst, dass das Ding ins Wasser fällt. Ich wollte das nämlich mitnehmen, eine Mondfrucht. Weiß noch nicht, wie gut die ist. Ja, nicht reinfallen. Aua, was seid ihr denn für böse Biester? Aua. Tschüss. Ah, je höher man ist und runterspringt, desto höher kommt man. So kommt man an die sunkenen Dinger dran. Okay, dann habe ich was grundlegend falsch gemacht. Dann könnte ich an diese versunkenen Sachen im Ouroboros-Tempel und bei dem anderen Ort hier reinkommen. Ich müsste nur von hoch genug runterspringen.
Ich gehe jetzt auch hier nur zurück, um einmal kurz zu speichern. Weil ich für heute dann jetzt Schluss mache. Ich gehe dann vielleicht auch nochmal eben kurz die ein, zwei Sachen hier nochmal holen, die unter Wasser waren. Jetzt weiß ich ja, wie ich drankomme. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.